Was unterscheidet die Informationsgesellschaft von der unserer Großeltern? Nun, unsere Großeltern wussten, wenn sie nichts wussten, dass sie nichts wussten. Für sie war es deutlich schwieriger, an ungefilterte Informationen zu kommen. Es gab generell weniger gedruckte, freie Presse und überhaupt kein freies Fernsehen oder freies Radio. Wer bewegtes Bild in Kombination mit Informationen haben wollte, musste ins Kino gehen und bekam hier die Wochenschau verabreicht. Das war Propaganda im Auftrag des Staates, so neutral wie heute ein Werbeblock für Schokoriegel. Wohin das Fehlen eines Korrektivs führt, wissen wir. Eine Regierung, die machen kann, was sie will, sich korrumpieren lassen kann, wie sie will, ist eine Gefahr nicht nur für das Volk, über das diese Regierung direkt herrscht, auch die Nachbarvölker werden über kurz oder lang Opfer dieser außer Kontrolle agierenden Macht. Wissen ist Macht. Nichtwissen macht ohnmächtig. Was haben wir, die Homo sapiens, Sapiens Digitalis, aber aus dieser Erkenntnis gelernt? Gar nichts. Halt, werden jetzt die meisten Menschen, die diesen Text konsumieren, einwerfen. Wir sind doch empört, wenn wir hören, dass das wichtigste Tool für die Freiheit und damit den Frieden in einer Gesellschaft, die Pressefreiheit, immer mehr beschnitten wird. Das ist richtig. Empört sind wir, aber was nützt die ehrlichste Empörung, wenn sie bei den meisten Menschen nie zu irgendeiner Aktion führt? Was nützt das Bekenntnis, der Gruppe der 99% anzugehören, die keinen Bock mehr auf die Machenschaften der 1% hat, wenn von den 99% nur 1% seinen Hintern hochbekommt? Der Zugang zu relativ ungefilterten Informationen war noch nie so simpel wie heute. Noch. KenFM ist ein Beleg dafür, welche Möglichkeiten der Bürger hat. In den meisten Fällen muss es aber heißen, hätte. Denn eine Chance, die nicht genutzt wird und damit nur theoretisch besteht, ist in seinem Effekt genauso wirksam wie gar keine Chance. Wir aber, die meisten von uns, wir sind so unglaublich träge, dass es weh tut. Auch auf diesem Portal heißt es oft nach so einem Text, Ken, gründe eine Partei und dann wähle ich dich. Oder Ken, schreibe ein Buch und ich lese es. Nein, danke. All diese Aufforderungen offenbaren doch eine vollständig verinnerlichte Haltung zur maximalen Passivität. Der Einzelne ist schlicht zu faul, um sich zu bewegen. Er erschafft eine Standardausrede für sein Nichtstun, indem er vorgibt, erst auf eine Art Anführer warten zu müssen. Dieses höchst absurde Verhalten ist eine feste Größe, auf die sich die, die an der Macht sind, verlassen können. Zu 100%, nicht nur zu 99%. Freiheit hat seinen Preis und besteht vor allem darin, solo für etwas einzustehen. Wann und wo? Na, überall und immer dann, wenn es darauf ankommt. Und es kommt permanent darauf an. Mach die Augen auf. Wenn KenFM einen Text einspricht, der sagen wir länger als 15 Minuten dauert, um ihn vollständig anzuhören, bekommen wir oft schon nach 30 Sekunden, nachdem der Beitrag online gestellt wurde, x Daumen. Wie geht das? Die Community befindet einen Text nur, weil er von uns kommt. Schon für gut, ohne ihn bis zu Ende gehört zu haben. Wer so handelt, ist auch nichts anderes als ein Fan, ein Fähnchen im Wind. KenFM versteht sich nicht als die Guten. Und es ist überhaupt nicht damit getan, dem von uns Veröffentlichten einfach nur per Tastendruck zuzustimmen. Es geht um das Danach. Was tut X, nachdem er den Beitrag konsumiert hat? Abwarten? Was als nächstes gepostet wird? Stellt sich die Veränderung, um die es uns ja immer geht, dann von alleine ein? Wer soll sie denn in die Tat umsetzen und wie? Unsere Eltern? Unsere Großeltern? Wenn KenFM einen Beitrag erst als Text veröffentlicht und diesen Stunden später erst als eingesprochenen Hörbeitrag online stellt, müssen wir oft Kommentare lesen wie »Sorry, aber da seid ihr übers Ziel hinausgeschossen, der Text ist ja echt zu lang, den habe ich gar nicht bis zu Ende gelesen.« Aha, aber warum nicht? Wenn dieser Text später gesprochen vorliegt, lesen wir solche Kommentare nie. Was also ist das Problem? Scheitert das Engagement schon bei einer Länge von 8 DIN A4 Seiten? Was tun Mitglieder auch dieser Community, wenn sie ein Buch lesen müssen? Zum Beispiel von Bernay, Chomsky oder Le Mans? Lesen sie dann nur den Klappentext? Oder lesen sie das Buch vielleicht gar nicht? Lesen diese Menschen überhaupt irgendwelche Texte, die über SMS-Länge oder eine Twitter-Botschaft hinausgehen? Ich fürchte nein. Wir haben auf diesem Portal x Beiträge zu den unterschiedlichsten Themen veröffentlicht. Sie alle haben einen großen gemeinsamen Nenner. Immer wird explizit Bezug genommen auf das, was wir Pressefreiheit nennen. Wir alle sind abhängig von ihr, denn ohne sie erfahren wir nichts. Wie aber soll eine Gesellschaft reagieren, wenn die Führung alles unternimmt, um das Immunsystem, und nichts anderes ist die freie Presse, schon im Vorfeld auszuschalten? Was früher Propaganda hieß, nennt sich heute Embedded. Schon der Begriff sollte uns allen Warnung genug sein.
Wer ist denn da eigentlich mit wem im Bett? Der KenFM-Text über den Kern der Pressefreiheit, die innere Pressefreiheit, war noch keine Woche alt und erhielt ebenfalls Reaktionen wie Verschwörungstheorie. Da schreibt Spiegel Online über die Tatsache, dass die USA schon seit 2 Jahren eine Drohnenbasis zum Beispiel in Saudi-Arabien betreiben. Geheim. Von hier aus wurden immer wieder tödliche Angriffe gegen vermutete Al-Qaida-Mitarbeiter, aber auch US-Amerikaner geflogen, denen man ebenfalls unterstellte, in Terrorakte verwickelt zu sein. Sie haben das Recht auf einen Anwalt? Bla bla. Dass dieser Satz für Nicht-Amerikaner nicht gilt, daran haben wir uns gewöhnt. Jetzt aber erfahren wir, dass er auch für Amerikaner keine Bedeutung mehr hat. Wie das zur Verfassung der USA passt? Gar nicht. Der eigentliche Skandal aber ist, dass diese geheime Drohnenpraxis schon seit 2 Jahren der freien Presse bekannt ist, dann aber ein Abkommen mit den großen US-Medienhäusern existiert, das verbot, darüber zu berichten. Siehe Link. Wozu brauchen wir sie dann noch, die freie Presse? Eine Presse, die sich von der Regierung erst ein Go geben lassen muss, wenn sie brisantes Material veröffentlichen will, ist mehr als gefährlich und erklärt so einiges. Eine solche Presse ist in etwa so nützlich für die Sicherheit eines Volkes, wie wenn die Kripo und die Mafia sich dasselbe Büro teilen, um Razzien vorher abzustimmen. Seit wann hat sich diese Presse verändert? Seit 9/11. Auch wieder so ein Satz, der als Verschwörungstheorie durchkommt? Selbst wenn sich morgen George W. Bush vor die embeddete Presse stellen würde, um ein umfassendes Geständnis abzulegen, ein Geständnis, das zeigen würde, wie weit Staat und Terror aus derselben Quelle gespeist werden, schon immer, könnte er im Anschluss unbehelligt nach Hause schlendern. Irgendein Amnesiegesetz würde ihm bescheinigen, immer im Sinne der nationalen Sicherheit gehandelt zu haben, auch wenn diese nationale Sicherheit vor allem für die erfundenen Gegner der USA nationale Unsicherheit bedeutete und bedeutet. Bis heute. Und hier liegt der Hase im Pfeffer, denn damit es auch übermorgen noch so weiter funktioniert, muss eine Regierung die Presse zu ihrem Komplizen machen. Weitaus schlimmer als das Ticken der Mächtigen ist aber der Umstand, dass 99% von uns die Rolle der Presse in all ihrem Irrsinn noch immer nicht hinterfragen. Nachdem die New York Times oder die Washington Post oder der Spiegel oder die Zeit etc. von den Absprachen der Regierung berichteten, drehte sich für uns die Welt einfach weiter. Wir reagieren wie Junkies und freuen uns schon auf die nächste Ausgabe unserer Gazette, auf die nächste Enthüllungsstory. Und da die Presse offensichtlich kein Problem mit ihrer inzwischen zugewiesenen Rolle hat, also gar kein Hehl mehr aus dem Umstand macht, dass sie selber es ist, die diese Art des Verrates an der Demokratie ja erst ermöglicht, warum sollten wir dann Probleme mit dieser Presse haben? Etwas, was gar nicht enthüllt werden muss, das nicht nur offensichtlich ist, sondern lapidar eingeräumt wird, stört uns nicht nur nicht, es scheint uns auch nicht sonderlich zu interessieren. Wir reagieren wie ein Fußballfan, der sich ein aufgezeichnetes Endspiel ansieht, dessen Ergebnis er noch nicht kennt. Kaum hat er die Play-Taste gedrückt, betritt X den Raum und verrät den Ausgang dieses Spieles mit dem Zusatz, übrigens der Schiedsrichter, der war gekauft. Und jetzt sind wir sauer über die entgangenen 90 Minuten Entertainment, aber nicht über die soeben gestandene Korruption des Spiels. Na und? Du sollst nicht langweilen. Das gilt heute offensichtlich für alle Bereiche, auch für Korruption, auch für Manipulation, auch für Propaganda, auch für Kriege. Uns ist es herzlich egal, es sei denn, es würde uns langweilen. Wir sind zu reinen Zuschauern verkommen und Demokratie ist eine Sitcom, bei der vor allem die Lachmaschine zu dominieren hat. Merke, die Welt ist, wie sie ist, da hier ein Zwei-Komponenten-Kit zum Einsatz kommt und wirkt. Manipulierte Presse in Kombination mit unserer Ignoranz. News-Junkies dieser Couleur machen Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien, Mali und übermorgen den Iran ja überhaupt erst möglich. Wir wollen das alles ja gar nicht wissen und wenn, muss es uns entertainen. Was also unterscheidet uns von unseren Großeltern? Unsere Großeltern konnten sich, wenn sie sich raushalten wollen, einfach in den Schoß des Privaten flüchten. Hier war man einigermaßen sicher. Hier konnte man sich recht lange ein naives Weltbild erhalten. Das Private gibt es heute nicht mehr. Alle posten heute alles und jeder, der über ein Mobiltelefon verfügt, wird erfasst, wann immer er auffällig wird. Uns verkauft man das als Service der permanenten Erreichbarkeit. Erreichbar? Für wen? Dann ist KenFM mit einem gewissen Risiko verbunden?
Das war es immer. Und lohnt sich das? Lohnt sich Freiheit? Sollte es wirklich so sein, dass die meisten von uns bereit sind, ihre Freiheit schon übermorgen gegen einen Pay-TV-Anschluss zu tauschen, wenn dieser for free ist? For free statt freedom? Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde zu sein, muss man vor allem eines sein. Ein Schaf. Albert Einstein.